Hallo zusammen, hier ist wieder Heutchila und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir finden unter Kampf, Haustierkampf, dann Kampf. Und dann scrollen wir hier hoch zu Wildkämpfer der Zaralak-Höhle. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Besiegt die Tierausbilder der Zaralak-Höhle mit einer vollständigen Gruppe Wildhaustiere auf Stufe 25. Und ja, ich bin schon bei der ersten Meisterin, hier auf den Koordinaten 65, 49. Und dort habe ich hinter mir diese Worgendame. Und die möchte ich mit folgenden Haustieren besiegen. Einmal Seletitenjunges, Flachzahnkalb und dann haben wir Xifu, Nachwuchs von Xuan. Und die Skillung oder die Fähigkeiten, die wir auswählen, ist hier die 1, die 1 und die 2. Dann haben wir hier die 2, die 1 und die 2. Und dann haben wir die 1, die 2 und die 2. Dann würde ich sagen, legen wir los. Als allererstes setzen wir mit unserem Selektiden-Junges einmal das Zischen ein. Damit haben wir dann nämlich eine höhere Geschwindigkeit, ne? Also machen ein bisschen Schaden und sind dann 25% schneller für insgesamt 3 Runden. Und das reicht auch, dass wir den Speed hier haben. Als nächstes setzen wir den Sandsturm ein. Also das Viecht, was immer als erstes angriff, hat hier das Speed-Symbol. Ne? Das haben wir dem jetzt geklaut. Und ja, das macht schon ein bisschen was aus, wenn wir einen Ticken schneller sind. Als nächstes können wir dann das Kratzen einsetzen. Dann, achso, das ist jetzt nicht ganz gestorben. Dann müssen wir hier nochmal Kratzen einsetzen. 5 Leben hat er noch. So, jetzt kommt das Elementar von ihm rein. Wir machen nochmal das Zischen, dass wir auch hier wieder einen Ticken schneller sind. Dann switchen wir jetzt zu unserem Flusskalb. Oder Flachzahnkalb, so rum. Dann können wir als erstes den Wasserchat machen. Dann hauen wir nochmal den Wasserchat rein. Und noch ein letztes Mal. So, dann haben wir jetzt hier Staubi. Können wir uns eigentlich kurz sterben lassen, ist egal. Oder ihr könnt auch switchen, machen wir einfach den Kopfstoß. Ist wurscht, der wird uns jetzt eh töten. Wieder sind wir tot. Jetzt holen wir unseren Xufu rein. Und mit dem machen wir jetzt die Combo aus Schleichen. Damit machen wir nämlich 150% mehr Damage mit dem nächsten Angriff. Und dann machen wir das Mondfeuer. Wir sind fast gekillt, ne? Das müsste jetzt ordentlich reinschallern. Ja, seht ihr? Und da geht er down. Damit haben wir auch das fertig. Achievement, jo, das ist einmal abgehakt. Dann kommen wir zum nächsten Meister. Und zwar bin ich jetzt hier auf den Koordinaten 52, 65. Und dort wollen wir jetzt hier diesen Troll besiegen. Und da habe ich mir schon wieder ein paar Pets rausgesucht. Einmal habe ich hier Gizmo. Und den wollen wir dreimal mit der 1 mitnehmen. Dann kleines, kleinwüchsiges Splitterhorn. Da haben wir auch dreimal die 1. Und dann haben wir Kupferpelzjunges. Und das haben wir einmal mit der 1, mit der 2. Halt, stopp, 2 habe ich gesagt. Und auch nochmal die 2. Gut, und dann können wir eigentlich loslegen. Und als allererstes drücken wir hier einmal Schleichen. Dann machen wir Arcana Spurt an. So, dann ist der erste schon mal down. Dann können wir jetzt einfach Scharren machen, bis der quasi stirbt. Also ist jetzt relativ egal. Einfach Scharren drauf. Nochmal das Scharren drauf. So, dann holen wir unser zweites Pet rein. Jetzt können wir ein bisschen trampeln. Nochmal.
Jetzt machen wir einfach trampeln, bis der stirbt. Ein Leben hat er noch. So, dann stirbt er einmal. So, und jetzt brauchen wir eine bestimmte Kombo. Und zwar tun wir als erstes einmal Schleichen aktivieren. Dann heulen. Und dann hauen wir einmal Kratzen drauf. Ah, das war eine Runde zu spät. Aber es hat trotzdem gereicht. Der hat jetzt gerade seinen Buff wieder drauf gemacht. Aber das ist so viel prozentuale mehr Schaden, dass es trotzdem gereicht hat, ne? Weil er kriegt hier einmal 150% mehr Schaden, was wir selber machen. Und der andere kriegt 100%. Da kannst du so viel hochstacken. Hat auch so gereicht, auch wenn er seinen Debuff drauf hatte. Gut, dann haben wir das auch wieder. Dann sind wir beim nächsten Trainer. Und zwar hier unten bei den Koordinaten 45, 81. Und dort habe ich jetzt für den Ausbilder Orlok mir schon ein schönes Team zusammengesucht. Einmal winziges Terrorhorn mit den Fähigkeiten 2, 2 und 1. Da sollten wir eins haben, das zumindest ein bisschen Speed hat. Es wird empfohlen 276. Ich muss mal gucken, ob mein schnell genug ist. Dann haben wir hier 1, 2 und 2. Und dann haben wir bei Track 1, 1 und 2. Und anscheinend brauchen wir bei Track Speed von 297. Jetzt mal schauen, ob ich das hab. Und falls es nicht der Fall ist, ob es trotzdem reicht. Also ich habe hier 281, das sollte reichen. Und hier habe ich 300. Okay, das sollte passen. Gut, wir müssen als erstes den Urschrei mal auf Cooldown halten, egal was er einsetzt. Dann, hier, dann haben wir das Trampeln und wir haben Stampede. Ah, dann machen wir jetzt als erstes das Trampeln noch. Da können wir jetzt passen. Da können wir nichts machen gegen. Der hat sogar gekrittet. Das ist blöd. Trampeln nochmal. Nochmal den Urschrei drauf. Trampeln. Ah, das läuft gerade gar nicht gut, weil er mich übelst weggekrittet hat. Naja, gut. Machen wir jetzt die Stampede gegen den hier an. Ein Debuff kriegt. So, jetzt krittet er mich weg, aber er hat jetzt hier den Debuff drauf. Dann holen wir den zweiten hier rein. Jetzt einmal den Urschrei wieder an. Trampeln. Dann machen wir die Stampede an. Das müsste ihn hoffentlich... Ja, das war aber ein Leben mehr, ne? Nämlich jetzt gleich ihn hier wieder debuffen. Jetzt mal schauen, ob er uns stunt. Er hat uns nicht gestunt. Das ist schon mal gut. Taucht er ab. Sehr schön. Ja, eigentlich können wir jetzt... passen drücken. Ist vollkommen wurscht. Er wird uns jetzt eh töten. So, und jetzt holen wir das letzte Viech noch rein und dann machen wir jetzt einfach Trampeln auch hier, zack, und weg ist er. Easy. Eigentlich ist das der Biss, ne? Da stand jetzt irgendwie noch Trampeln dran. Ich dachte mir jetzt schon, eigentlich komisch. Gut, ist aber egal. Fürs Achievement zählt das und dann können wir weiter zum nächsten. Dann kommen wir zum letzten Meister oder Meisterin. Und zwar sind wir jetzt auf den Koordinaten 38, 49 und hier in der Höhle, die relativ kurz ist, also ihr seht, da ist es direkt drin, haben wir hier diese Tierausbilderin, die Blutelfin. Und hier habe ich mir schon ein Team rausgesucht. Einmal Xufu, Nachwuchs von Xuan, Gizmo und das Katzenfamiliar. Und von den Fähigkeiten haben wir hier 1, 2, 2, dann hier 1, 1, 1 und hier haben wir die 1, die 2 und die 2. Und jetzt würde ich sagen, lasern wir den mal ordentlich weg. Als allererstes gehen wir nämlich in das Schleichen. Damit haben wir 150% mehr Damage. Dann machen wir das Mondfeuer an. Und jetzt schauen wir mal, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Bam, ist er einmal schon mal weggelasert. Wunderbar. Dann gegen das zweite Pet. Ja gut, jetzt haben wir halt die Geisterklaue. Die ist halt schlecht gegen den.
Hilft halt nichts. Besser ist nichts. Hauen wir einmal drauf. Können wir nochmal draufhauen. Jetzt wird er uns wahrscheinlich eh weglasern, oder? Jawoll. Dann holen wir uns Gizmo rein. Jetzt machen wir einmal Schleichen an. Wenn wir jetzt Pech haben, wird er uns damit töten. Nee, haben sogar Glück. Beides habe ich jetzt Arcana Spurt gemacht. Ne, habt ihr gesehen, ist er damit einmal weggelasert worden. Dann machen wir jetzt Schar, bis er stirbt. Okay, oder wir machen keine Schar, weil er direkt stirbt. Und beim letzten machen wir jetzt halt wieder dieselbe Taktik, ne? Wir machen Schleichen an und dann halt den Onyx-Biss. Ah ne, halt stopp. Wir machen erst Dunkelheit und danach den Onyx-Biss. Okay, der Onyx-Biss ist gar nicht mehr vonnöten. Dunkelheit hat es schon geregelt. Damit haben wir auch die Wildtiere einmal abgeschlossen. Und ja, alle vier Meister besiegt. Auch fürs Meta-Achievement hat es wieder gezählt. Falls ihr da auch noch was braucht, ne, habe ich auch für jedes ein eigenes Video erstellt. Und ja, da könnt ihr gerne reinschalten. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.